Guten Tag und herzlich willkommen zur nächsten Runde The Long Dark. So, wir brauchen ein bisschen Essen und Trinken, da sieht es sehr schlecht aus. Haben 15 Kilo bei. Können wir noch was ablegen, bevor wir losgehen? Sieht nicht so aus. Wir haben auch kaum noch was zu trinken. Haben wir noch Holz? Oh, wo war das Material? Da, dann werden wir uns noch ein bisschen Schnee schmelzen. 54%. Okay, wir nehmen erstmal die Streichhölzer. Okay. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Yeah. So. Schnee einschmelzen. Oh. Nochmal hier dazulegen. 2 Liter. Und dann werden wir natürlich abkochen können. Oh, das wird eng. Das wird eng. Das wird eng. Shit. Der kocht doch trotzdem ab, ne? Was er da hat, hat er. Oder? 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 Nö. Komm, dann nehmen wir jetzt einfach mal hier so eine diese Tabletten. Wo ist sie denn? Nee. 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 Diese Purifier. Dann haben wir jetzt noch ein Stück Holz und dann müssen wir mal probieren. Erstmal noch ein bisschen was abgekocht bekommen. Don't do this to me. Okay, thank you very much. Da haben wir nichts drin. Will ich noch irgendwo essen? Nee. Nö. Nö. Okay, haben wir noch Holz? Haben wir noch Holz? Wir hätten noch Holz. Den können wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Was wiegt das hier? Nehmen wir noch eine mit. Ach, nehmen wir halt auch noch. Prozent, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Aber ich will da nie so eine ganze Zeitung verfeuern. Naja, müssen wir mal gucken. So. Perfekt. So. Boil. Reicht das? Reicht das? Reicht das? Shit. Meine Fresse, ey. 50% nur? Ne, dann müssen wir die erst harvesten. So nicht. Und ja, ich habe verstanden, mehr Holz anlegen. Bla bla bla. Shit. So. Mach an jetzt. Und danach werden wir uns auf die Suche machen, damit wir ein bisschen Essen rankriegen. So. Packen wir erst noch ein Stück Holz hin. Genau, zack. Und jetzt können wir bauen. Dann kriegen wir vielleicht noch den schmolzen. Dann können wir das nächste Mal bauen. So, perfekt. So, dann würde ich sagen, gehen wir raus. Und suchen uns ein paar Sachen. So, Tür haben wir schon mal gehört. Oh, oh, oh. Oh, shit.
Geh weg. Hilfe. Na super. Haben wir jetzt schon eine Waffe? Können wir alles nicht equippen, wa? Aber wir können eine Flare benutzen. Flare, Flare, Flare. Sag mir jetzt bloß, jetzt ist draußen, wo ist jetzt draußen hier ein schöner Schneesturm? Dann krieg ich aber einen zu viel, du. Dann krieg ich einen zu viel. Scheint sie wie ein zu sein. Das ist die beste, das ist die nächste, was wir jetzt finden, die Hütten sein. Und vor allen Dingen sind wir da auch ein bisschen mitgeschützt bei der anderen Seite. Hält sich noch an Grenzen mit der Kälte. Aber unsere Kalorien sinken extrem schnell. Ärgert mich ja schon wieder, dass wir die Flare nicht rechtzeitig rausbekommen haben, weil meines Erachtens nach, wenn man die zündet, verscheucht man damit die Wölfe. So. Nix. Ich muss ein bisschen den Sound, glaube ich, leiser machen. Das ist mir doch ein bisschen zu laut mit dem Wind. Ist, glaube ich, besser. So, Beef Jerky, Grape Soda. Noch mal Grape Soda. Wenigstens etwas. So, gleich zur nächsten Hütte. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu den drei Hütten da hinten. Lebensmittelvergiftung. Und weiter. Schnell, schnell, schnell. Wie sieht's aus? Ah, jetzt steigt schon. Hunger haben wir auch. Da unten sind dann auch noch Hütten. Die nehmen wir uns alle vor. Vielleicht nicht jetzt am Stück, mal gucken. Zu essen. Ist das ein Halfter? Also beziehungsweise so ein Ständer von dir wert? Wow. Ja, ne? That hurts a lot. Was hört denn er Lot? Okay, meint er etwa die Wunde durch den Wolf? So, wir können ja erstmal was essen kurz. Wir haben ja jetzt wieder was da. Hundefutter.
Okay, eating is better than starving. Okay. So, dann ziehen wir uns erstmal den ran. Und wir haben ja nicht wirklich viel. Die Pork and Beans hemmen wir uns erstmal ein bisschen auf. Das geht erstmal weit. Oh Mann, 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 Mann. Der liebe Wolf. So, gleich rüber zum nächsten. Okay. Da sehen wir gleich wieder was. So, was ist hier schön drin? Was haben wir hier? Eine Mütze. Noch eine Mütze. So, können wir da was von tragen? Hm, die hat 0,6, wir haben 1,0. Jeans wird eh nichts bringen, oder? 0,8. Ja, hat eine bessere Condition. Den tauschen wir das mal. Und der bringt uns nichts. Den nehmen wir mal mit. Mhm. 20 von 30 Kilo, okay. Da haben wir also noch ein bisschen Luft. Mehr ist hier nicht. Ah, ein bisschen Holz. Das ist nicht schlecht. Was hier noch? That'll come in handy. Ah, Schuhe. Hm, 0,8. Was haben wir? 1,7. Okay. Wollen wir mal nicht drüber sprechen. Das ist nichts. Okay. Nächste Hütte. Die, also noch die da drüben. Liegt hier hinten noch ein Wort. Sieht nicht danach aus. So, was haben wir hier noch schicket? Plastikcontainer, wo nichts drin ist. Bisschen Beef Jerky, okay. Nochmal zwei Flares. Können wir doch auch schon mit tot schmeißen, du. Hm. Das war aber anscheinend. Das ist ja schade. Und dann müssen wir wieder durch die Kälte und im nächsten Fetzen Haus, wenn wir jetzt mal gucken, wie unser Zustand ist mit Trinken und Pipapo. Das müssen wir bestimmt wieder halt machen. Ihm wird immer noch weh, das ist unglaublich. So. Da ist noch eine Hütte, genau. Oder? Ach, mehrere. Ah, noch mal drei. Wie war es die? Noch mal so kleine Kevin so aus. Looks like this has been here. Noch ein Ruder. So, dann nehmen wir mal eins. Wir haben doch im letzten Haus von denen hier machen. Unseren Zustand nochmal kontrollieren. Mal ein bisschen was essen, was trinken. Okay, mehr war nicht. Noch eine Zeitung. Ist hier noch was drin? Nee. Das Regal ist leer. Mehr ist hier nicht. Und die haben nicht mal einen Ofen. Nicht mal einen Ofen. So, Haus Nummer 2. Einmal rumlaufen. Nicht das Problem. Oh, da sehe ich schon eine Soda. Sehr schön. Pinnacle Peaches, auch sehr schön. Oh, drei Betten. Ist hier das Apartment.
Fumiriri. Hier haben wir noch was drin? Nee, haben wir nicht. Da liegt noch irgendwas. Ah, schön. Unser Magenknot. Food and Drink. Okay, wenn wir erst mit den schlechten Condition trinken. In der Hoffnung, dass wir nicht krank werden. Noch schnell die Orange Soda. Oh, die sind ja auch so schlecht. Sollen wir mal gucken, wie das ausschaut. Durst haben wir keinen mehr. Noch ein bisschen was essen. Dann essen wir jetzt mal die Pork and Beans. Geben 400. Okay, das ist so weit weg. Einigermaßen. So. Wieder vom Plan abgekommen. Jetzt haben wir nämlich noch ein Haus vor uns. Und zwar das schöne Häuschen da. Und jetzt komm, Jackpot. Oder? So, fangen wir hier an. Nüscht. Nüscht. Okay, ein Rucksack. I could use this. Handschuhe. Ich kann nicht, haben wir schon Handschuhe? Ja, bestimmt, ne? Mittens. Mittens. Haben wir ja keine Mittens. Doch, Basic Clothes hatten wir. 0,9 und die Mittens haben 1,3. Schön. Perfekt. Noch mehr Feuerholz, das ist gut. Da scheint nichts zu sein. Hier ist auch nichts. Oh yes. Das war gut. Und leider nur noch Betten. So, nicht vergessen. Hängt hier noch was? Nee. Gut, das ging erstmal. Dann mal ab zur Fischhütte. Da ist ja nichts mehr. Dann gehen wir zu der Fischhütte und zu dem Häuschen. Dann haben wir den Wii definitiv erstmal abgeessen. So. Die werden nicht viel bringen. Bandage, sehr schön. Noch eine Bandage. Die brauchen wir noch. Jetzt zum Häuschen. Das kleine verlassen. Schauen wir mal nach. So, hier liegt auf jeden Fall. Nobody needs this anymore. Den Wintermantel. Hier oben ist nichts. Nix. Ist hier noch was? Too heavy. Ja, wir sind so schwer. Woran liegt's? Oh ja. Wollen wir nochmal gucken. Die haben wir wirklich nicht mehr. Was ist hier so schwer? Feuerholz. Wir müssen jetzt auf jeden Fall auf irgendwas loswerden. Oder wir rennen schnell nach Hause. Rennen ist gut, ne? Wir können, glaube ich, nicht rennen. Too much stuff to carry.
liegen die mal hoch, dann probieren wir einfach ganz schnell nach Hause. Hoffentlich bricht er jetzt nicht der Bein oder so. Das wäre arg ärgerlich. Wir brauchen natürlich super schnell kommen. Wir werden natürlich super schnell müde. Oh yes. Wirklich sehr schnell. Geht das schnell. Fertigung ist schon fast voll. Ich weiß ja nicht, was passiert, wenn es voll ist. Außer dass wir irgendwann exhausted sind. Da hinten ist schon unser Haus. Wir sehen unser Haus. Sind wir schon exhausted. Fast voll. Ach shit. Wir jetzt einfach mal ein bisschen rausschmeißen. Damit der gut 2,5. Was haben wir? 1,7. Aber wenn wir den so anziehen. Die Jacke wiegt da nicht viel. Ach, jetzt ist eh alles egal. Wir können noch 15 Kilogramm zusammen müssen wir ein. Sind jetzt der Tod oder ein bisschen überladen sind? Ich glaube so nicht. Wenn wir jetzt ins Eis einbrechen, dann würde ich es ja verstehen. Aber jetzt wegen so 1,8 Kilo zu viel tragen, ne? Komm, da kommst du ein bisschen ins Spitzen, siehst dein Häuschen und läufst nach Hause. Was soll denn der Quatsch? Letzten Meter vom Marathon sind auch immer die schwersten. So eine unser politischen Ding. Das ist nicht sehr nett. Unsere Kalorien gehen noch. Balken ist fast voll. Ey komm, wir sind ja schon da. Da kannst du fast hinspucken. So, so. An der Haustür geguckt. Okay, er ist zu müde, um klar zu denken. Du brauchst nur zum Haus. Zum Haus. 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 Denk einfach nur ans Haus. Haus. Gedanken werden langsam. Geh zum Haus. Und jetzt machen wir ein bisschen hier. Machen wir eine Ewigkeit. Ich wette mit dir, wenn ihr sagt, ich habe ja nicht ewig Zeit. Gucken mindestens 70% der Leute auf die imaginäre oder sogar vorhandene Uhr am Handgelenk. Achtet mal drauf. So, jetzt haben wir es fast geschafft. Can't feel my hands. Und stolpern auf der Treppe. Klick, klack. Beine gebrochen. Might have to drop some gear. So. Saved game. Okay, warum? Wieso? Weshalb? Wir gehen direkt hoch. Da ist er wieder, unser Kumpel, der mal aufpasst.
So. Klamotten kommen hier rein. So, der war ja nicht wärmer, ne? Ja, gut, auch. Warum nicht? 2 Kilo. Workboots. Oh, shit. Hier haben wir 0,25 und da haben wir 3,75. Okay. Dann werden wir wohl mal jetzt den Schrank nehmen. Was können wir noch wegpacken? First Aid brauchen wir alles. Food and Drink. Erstmal auch. Methyl. Können wir unten noch was abladen? Tool. Können wir unten was abladen? Other. Können wir eigentlich auch hier haben, ne? Die nehmen wir mal mit für unsere Lampe. Die Munition nehmen wir auch mit. Also. Nochmal kurz runter. Dann kippt er uns hoffentlich nicht um. Need to close my eyes. So. Hier kommt erstmal. Oh, dann lassen wir den schlechten erstmal da und können ihn später reparieren. Okay. Die ist voll. Eine kleine Schublade. Ich würde gerne die da lassen. Das auch. Das Nägel brauchen wir auch nicht unterwegs. Einen würde ich gerne davon da lassen. Methyl kommt hier nicht rein. Aber wir können mal hier in unseren Kühlschrank ein bisschen Essen und Trinken machen. Sodas. Machen wir 3 Sodas. Einmal das. Einmal das. Und das. Beruhig dich mal. So. Ist es kalt? Ja, ein bisschen. Empty, empty. So, was haben wir hier? Newsprint Rolls. Ups, ups, ups. Haben wir sowas noch? Material. Yes. 2. Und hier das Holz. Da kommt. Ach nee, da ist ja das. Dann machen wir hier das Holz rein. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Zumindest 1. So. Und jetzt gehen wir ein bisschen Hai an. Mann, ey. Darf man nicht mal ein bisschen zu viel Kilo mitnehmen? So, wir. 3 Stunden? Ja, dann können wir noch mal kurz unterwegs sein. Wir wollen nochmal hochlaufen zu den Schienen und gucken, ob keiner guckt. So, okay. Wir sind noch müde, haben Hunger. Das tut wir ja nicht wirklich groß haben. Wir müssen jetzt wirklich fast alle Tiere drücken. Warum? Haben wir Smash gedrückt? Shit. Shit. Trinken wir noch ein bisschen was? Wir haben noch ganz schön Hunger. Eat. Gleich nochmal schlafen, ey. Kommen wir jetzt in 2 Stunden.
Dann dürfen wir hoffentlich nur noch ein bisschen Durst haben. Da können wir nicht viel mit anfassen, oder? Ach shit, wir müssen es probieren. Uns bleibt nichts anderes übrig. So. Dann werden wir mal nächste Runde schauen, ob wir da oben bei den Schienen noch was finden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.